Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht es schon, es ist ein etwas anderes Video. Und zwar wollte ich in diesem Video nochmal über meine Situation reden und wie ich mich jetzt entschieden habe, wie es auf meinem Kanal weitergeht. Dies wird auf jeden Fall ein One-Taker sein. Und ja, ihr seht es schon, eine etwas andere Kameraperspektive. Es liegt daran, dass ich jetzt ein Stativ habe. Auf jeden Fall, ich möchte gar nicht viel rumlabern. Das wird, wie gesagt, doch ein One-Taker. Ich möchte es einmal so erzählen, ohne nicht die ganze Zeit Cuts zu setzen, wie gesagt. Und zwar hatte ich ja ein Video gemacht, wie es mit dem Kanal weitergeht, dazu nur über Artikel 13, das hat in diesem Video auf jeden Fall keine Rolle. In dem Video habe ich halt darüber geredet, wie es aktuell aussieht, dass mir FIFA nicht mehr ganz so viel Spaß macht. Und deswegen habe ich mir jetzt das Ziel gesetzt, dass ich das mache, worauf ich Bock habe. Das heißt, es wird mal so ein Video kommen, zum Beispiel über eine Fußball-Challenge kommen, dann mal ein FIFA-Video und dann vielleicht ein anderes Real-Life-Video oder mal ein anderes Gaming-Video. Das heißt, der FIFA-Content wird nicht komplett weg sein, für die, die jetzt irgendwie enttäuscht waren. Es wird nie wieder FIFA-Content kommen. Ich habe mir das nochmal genau überlegt und habe gedacht, dass ich das einfach so mache, dass es einen verschiedenen Content gibt. Ich mache das, worauf ich Lust habe. Ich finde, darauf kommt es auch auf YouTube an. Ich möchte euch nicht irgendetwas vorjammern oder meinen, mir macht das Spaß. Und am Ende ist es gar nicht so, nur um meinen Content weiterzumachen, der mir gar nicht gefällt. Ich möchte einfach das machen, worauf ich Bock habe. Und ich hoffe, ihr steht immer noch hinter mir. Könnt mich da auf jeden Fall etwas verstehen, dass ich einfach meinen Content durchziehen will, auf den ich auch Bock habe. Ich sage euch so, FIFA macht mir nicht mehr komplett Bock, aber es macht mir noch ein bisschen Spaß. Und wenn ich noch mal Bock habe, wird auch mal ein FIFA-Stream kommen oder da wird auch mal wieder ein Video kommen. Nur nicht mehr ganz so, und es wird auch einfach ein anderer Content geben. Und ich hoffe, dass ihr mich da auf jeden Fall weiterhin unterstützt, weil ich habe auch gesehen, ich kann auch eben mal die Mütze machen, die da, als ich gerade duschen war. Auf jeden Fall habe ich auch bei Instagram gesehen, dass die meisten Leute mich auch wegen meiner Person gucken und nicht wegen dem Content, was mir sehr, sehr wichtig war. Wenn ihr mich nur wegen dem Content guckt, dann weiß ich nicht, ob dieser Kanal es noch weiterhin getan hätte, dort weiterhin Videos zu machen. Wie gesagt, was ich damit sagen will, es wird weiterhin Content geben. Es wird ab und zu noch ein FIFA-Video geben, mal eine Fußball-Challenge. Vielleicht auch mal für die, werden vielleicht jetzt manche meckern, aber ich mache das, worauf ich Bock habe. Vielleicht auch mal ein Fortnite-Video. Einfach ein bisschen Abwechslung. Ich mache das, worauf ich Bock habe. Und ich finde, darauf kommt es auf YouTube an. Und wie gesagt, ich habe halt bei Instagram gesehen, ich glaube 75-80% haben dafür gestimmt, dass sie mich als Person gucken. Und das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Und ich danke wirklich allen Leuten, die immer hinter mir stehen, die mich supporten, die ein Like da lassen, den Kommentar. Ich weiß nicht mehr, viele Leute liegt daran, dass ich inaktiv war. Ich möchte auch wirklich keinem die Schuld geben. Ich hoffe, dass dieses Video noch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Aber ich weiß auch, wenn man nicht aktiv ist, ist das nicht besonders gut für den YouTube-Algorithmus. Das ist mir auf jeden Fall auch klar. Und ich hoffe trotzdem, dass ihr mir weiterhin noch hinter mir steht. Und ja, das war es dann auf jeden Fall schon mit diesem Video. Es wird weiterhin Content geben. Ich hoffe, euch gefällt das auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, was ich besonders viel sagen soll. Vielen Dank für alles. Ihr seid die Besten. Hashtag Time. Man sieht sich. Bis dahin und ciao.